Wir haben jetzt eine Zeit, in der wir zusammenstehen. Das führt natürlich auch dazu, dass viele Menschen erstmal eigene, andere Probleme haben als die Unterstützung eines Fördervereins. Wir haben deutlich weniger Spendeneingänge. Deutlich. Im Moment haben wir keine Aktionen. Leider Gottes keine, wie auch immer gearteten, gönnerhaften Veranstaltungen, die sonst sehr gerne dazu benutzt werden und uns Spenden und Gelder zukommen zu lassen. Ich denke, wenn es uns immer wieder mal gelingt, den Kindern ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern, im wahrsten Sinne des Wortes, mit einer Zauberin oder einer Clownin, oder wenn es also uns gelingt, mit einer alternativen Therapie, vielleicht mit einer Sonderpädagogik, mit einer besonderen Physiotherapie, mit einer besonderen Reittherapie, dass einfach der gesamte Genesungsprozess positiv beeinflusst und begleitet wird. Das Kinderkrankenhaus bekommt eine komplett neue Kinderstation. Auf dem haben wir uns schon jetzt im Vorfeld für die Spezialeinrichtung, kindgerechte Einrichtung, mit einer 250.000 Euro beteiligt. Wir stehen jederzeit bereit dazu, ob es die Kaffeemaschine in der Notaufnahme ist oder ob es ein spezielles Endoskop ist, was also von heute auf morgen gebraucht wird, weil zufällig ein Kleinstkind, ein Frühchen vielleicht, untersucht werden muss und dazu ein spezielles Gerät notwendig ist. Das sind all die Dinge, die von heute auf morgen auf uns zukommen können und dann von uns auch ganz schnell entschieden werden und innerhalb von Tagen, manchmal auch von Stunden, zur Verfügung gestellt werden. Dazu brauchen wir Geld.